damit hallo und herzlich willkommen zurück zu den Crazy Dudes. Ich bin der Nickfried, bin heute mal wieder alleine hier am Start und wir spielen heute das wunderbare Spiel Piraten besiegen 2, heißt das so? Ich glaube schon. Und wir beginnen hier einfach mal mit dem Klick auf Go. Da kommt nochmal die Werbung spielaffe.de, dort spielen wir das, dort könnt ihr das auch nachspielen. Also Raft Wars 2, Piraten besiegen 2, wie auch immer. Gehen wir auf Play und dann, was bisher geschah, ist ja auch der zweite Teil, ne, liebe Freunde. Also sag Hallo zu dem dreijährigen Simon. Als er am Strand hinter seinem Haus Gold und Diamanten findet, ändert sich sein Leben für immer. Na, der dreijährige kleine Knips. Diamanten! Wir sind reich! Ja, wahrscheinlich. Doch dann. Der Schatz gehört mir. Simon und sein Bruder kämpften tapfer und verteidigten ihren Schatz. Na. Ja, das kennen wir doch, liebe Freunde. Wer kennt das nicht? Klicken wir. 6 Monate später. Nach einem langen, wohlverdienten Urlaub kommen die Jungs nach Hause. Dann sind die jetzt, wie alt war eben? 3,5. Na, klasse. Eisberg voraus. Das ist kein Eisberg. Das ist kein Eisberg. Das ist das Aqualand. Sie bauen einen Wasserpark. Haben wir nicht genau dort unseren Schatz versteckt? Oh nein, genau dort, oh nein. Vor ihrem Urlaub hatten die Jungs das Gold und die Diamanten vergraben, um es vor ihren gierigen Eltern und den Steuereintreibern zu verstecken. Naja, das ist wohl das Uli Hoeneß-Syndrom, ne? Alles verstecken. Hamburgers gibt's da. Also alles verstecken. Steuerflüchtlinge kann man von halten, was man möchte. Sie bauen den Park genau über unserem Gold. Ja, das sieht man auch. Sieht ja auch nicht alles gleich aus da. Nee. Aber die wissen das. Wie kommen wir jetzt an den Schatz? Ja. Mein Schatz. Da hinten rutschen hier ist ja geil. Wir machen den Laden dicht. Jo. Die kleinen Dreijährigen. Sehr geil. Level 1. Der Farbeimer. Klicken, um anzufangen. So, das ist das Ziel. Wir sind hier. Jo, kriege ich hin. Danke, Länge und alles klar. Jo. Siehst du den Farbeimer? Ja, sehe ich. Oh. Sehen ja, treffen nein. Ja, der war dann ganz, ganz da vorbei. Der war auch vorbei. Ich hab's im Gefühl, liebe Freunde. Wenn ich sie da so mache, dann ist er wieder zu weit. Zu doll, ne? Wahrscheinlich. Also, liebe Freunde, höher und weiter. Das ist die Devise. Ja, sehr schön. Oh, jetzt ist der Bademeister. Ja. Sicherheitsdienst, schnell, es gibt Ärger am Pool. Also nur ein Stern, 450 gewonnen, klicken zum Fortfahren, alles klar. Jetzt Sicherheitsprobleme. Los, können wir, ach so, wir können hier irgendwas kaufen. 450 Coins, was können wir uns dafür kaufen? Kaufen wir uns. Können wir nicht kaufen, können wir auch nicht kaufen, können wir nicht kaufen. Kaufen wir uns. So eine Rakete, das ist doch mal Tufte. Haben noch 200 Coins, da kaufen wir uns noch sowas hier. Und haben keine Coins mehr. Los geht das. Security, das ist jetzt also der beschriebene Sicherheitsdienst. Klicken, um anzufangen. Machen wir. So, oh nein, der Sicherheitsdienst. Ja, oh nein. Aber, ja, wer sagt's denn, ne? Liebe Freunde, auf Anhieb. 57 Punkte hat er verloren. Und jetzt wird hier zurückgeschossen, alles klar. Ja, die können genauso gut treffen wie ich. Oh. Da hat sich nichts an der Situation geändert. Hätten wir besser treffen, zielen müssen. Oh, das war aber mal ein Doppelshot. Und der eine ist im Wasser, sehr schön. Und der andere hat nur noch 28 oder 28 verloren. Wie auch immer, auf jeden Fall schießen kann er nicht, der Gute. Der hinten kämpft sich da, mein Kumpan, auch geil. Jetzt können wir eigentlich eine Rakete nehmen, ne? Ach Quatsch, wir lassen das, wollte ich sagen. Wäre vielleicht die Rakete die bessere Alternative? Ja, der ist viel zu kurz, viel zu kurz. Wie mein Schwanz. Der ist viel, viel zu kurz. So. Wir waren einen Tick zu niedrig, ne? Mal mit einem Ticken höher. Und haben ihn ins Wasser gekickt. Wer sagt's denn, liebe Freunde? Wir können's doch. So, klicken zum Fortfahren, gewonnen.
Wollen wir uns irgendwas kaufen? Ne, wir haben jetzt 900. Nee, würde ich sagen, wir sparen erstmal. Wir haben ja auch noch was, ne? Level 3, gierige Nachbarn. Klicken, um anzufangen. Ach, das sind jetzt meine Nachbarn. Da geht's zum Strand. Wieso gehen die nicht zum Strand? Diese Pimmler. Also, wir sind jetzt dahin, haben drei Leute unsere Nachbarn. Jo. Sie haben es auf unseren Schatz abgesehen. Ja, wahrscheinlich. Die waren ja auch im Urlaub und hätten das ja auch nicht verhindern können, die Nachbarn jetzt. Wahrscheinlich, so war das. Dass das Schwimmbad da gebaut wird. Hätten die nicht verhindern können? Nein. Naja. Es ist halt ein lustiges Spiel. Also den ersten haben wir schon mal gekillt, wie man hier gesehen hat. Und der zweite folgt zugleich. Nein, leider nicht. Ja, sehr schön. Er ist im Wasser, hervorragend. Einer komplett weg, dafür trifft er uns jetzt. Trifft er uns? Nee, der trifft uns nicht. Ja, sehr. Geht's denn besser, liebe Freunde? Ich denke nicht. 3600 und 3 Sterne. Da können wir uns aber was kaufen. Kaufen uns dieses. Haben wir noch einen Teddy? 2000, das können wir nicht. Und das hier können. 2550. Das hier kostet. Zweite will er aber haben. Mami will er haben. Rüsten uns einfach mal voll auf und dann fertig ist die Laube. So, Level das Maskottchen. Klicke, um anzufangen. Dein Wunsch soll mir Befehl sein. Da liegt auch noch so ein. Das müssen wir jetzt auch abschießen, das Tier da unten. Ja, wahrscheinlich. Ja, das sieht doch gut aus. Was ist das? Minus 59. Das ist doch annehmbar. So, weiter geht das. Na. Hut ab, mein Freund. Hut ab. Perfekt. Da hätten wir nicht lösen. Oh, sorry. Das hätten wir nicht verändern können hier. Also, das Maskottchen klicken, um anzufangen. Das Firmenmaskottchen, ja. Den Krebs holen wir uns. So sieht das aus. Aber den anderen noch. Oder den anderen. Ja, den anderen. Das wäre jetzt aber lustig gewesen, wenn er jetzt wieder zurückgekommen wäre. Aber da ist das Glück dann nicht mit uns. Der ist perfekt. Ja, weil der auch so runterfällt auf einmal. Ist klar, liebe Freunde, ist klar. Bisschen niedriger und dann volle Kanne. Sehr schön. Minus 65 sogar. Der ist doch schon halb tot, der Krebs. Jetzt schießt er zurück. Nicht mich treffen. Oh, sehr schön. So haben wir es letzte Mal gemacht. So machen wir auch wieder. Hat er zum. Ja, die Möwe. Damit hättest du dann mal rechnen sollen. Minus 30 und hat er jetzt noch 55. Also 65 plus 30 sind 95 und 100 hat er. Also hat sich da nichts geändert. Aber jetzt, das war doch der Todesstoß. Ja, minus 59. Aber es ist der Opa noch da. Es war kein Maskottchen. Und Opa, nein. Opa hat gewonnen. Ich möchte nicht, dass Opa gewinnt. So machen wir nochmal. Können wir uns jetzt endlich mal was kaufen? Nee, wir kriegen ja kein Money hier, wenn wir das nicht gewinnen. Also, los, liebe Freunde, machen wir jetzt erst. Konzentrieren wir uns erst auf den Krebs oder erst auf dieses andere? Ich weiß es nicht. Das für ein Maskottchen, wir machen es einfach mal. So, ja, bla bla bla, den Text kennen wir doch schon. Minus 57 nur. Oh, aua. Oh nein. Geil, wie er schielt hier. Mal sehen, ob er das genauso gut kann wie sein Kumpane. Nee. Er kann das nicht. Das war eben ein bisschen zu hoch, nicht? Ja. Wer sagt's denn? Besser geht's doch nicht hier. Jetzt haben wir noch diesen Opa, der uns eben auch den Tod beschert hat, aber diesmal trifft er nicht. Aber wir können ja auch mal so eine Rakete schießen. Bisschen höher. Dann sagen wir so. Dafür haben wir das Geld bezahlt. Ja, toll. Hätten wir uns auch bauen können. Auch super. Weiter. Ach so, jetzt schieße ich wieder mit der Rakete. Aber das hat das diesmal zum Erfolg. Minus 100. Hat diesmal zum Erfolg geführt. Das war aber auch. Puh,
1400 und Gold 3 Sterne, liebe Freunde. Last gemacht, Gegner 400 Gold, bla bla bla. Sehr schön, können wir jetzt endlich mal das Boot kaufen. 1500 oder das Boot. Was? Das ist natürlich geiler hier mit den Helmen, aber da habe ich natürlich noch einen Teddy, ne? Teddy oder Teddy, 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 Teddy. Ach, ich will den Teddy haben. So. Eine und noch. Level, die Wasserrutsche. Klicke, um anzufangen. Ziel 6. 1, 2, 3, 4. War, übel Kinder, jetzt hassen uns alle. Das stimmt. Also, Kinder, bei Kindern hört es auf, liebe Freunde. Und bei Möwen. Also, bei Möwen und bei Kindern, da verstehe ich keinen Spaß mehr. Wenn denen was angetan wird, da hört es auf für mich, liebe Freunde. Das möchte ich nicht. Bisschen höher. Ja, sehr schön, wenn jetzt nochmal... Schade, dass der Ball nicht nochmal runtergekullert ist, wie man so schön sagt. Aber bisher haben die uns noch nichts angetan hier. Ja, der ist schon mal weg. Ziel erledigt. So muss das sein. Wir haben die Skills hier. Ein noch. Und der hat auch schon Damage. Aber der schafft es ja nicht, uns bald hier. Nein, das schafft er nicht. Und ein klein bisschen höher, das nächste Mal. Klein bisschen. Oh, da kam aber gefährlich nah. Aber kann er nicht haben. Also ein klein bisschen höher jetzt. Also ein klein bisschen, ungefähr so. Und dann werdet ihr sehen, der ist perfekt. Der ist 1A. Sahne ist der. Perfekt. Ehrlich. So, und er ist weg. Liebe Freunde, und wir haben diesen Level auch. Wer sagt, sind 1300. Und jetzt können wir sogar das andere Boot kaufen, oder? Nee, noch nicht ganz. Aber wir können uns hier wieder voll aufrüsten. Und ja, liebe Freunde, das würde ich sagen, war es bis dahin. Wir sind gekommen bis Level 7, glaube ich. Ne? Level 6, Level 7. Als nächstes folgt der Helikopterangriff. Das könnt ihr dann im nächsten Part sehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, einen Kommentar oder was. Schreibt uns wieder lustige Spiele in die Kommentare, die wir das nächste Mal spielen können oder die ich das nächste Mal spielen kann. Und ansonsten, ja, empfiehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ach was, macht besser. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss, ciao.